Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Enshrouded. Ihr Lieben, ich war noch mal in der Stadt unterwegs. Ich war so ein bisschen farmen und habe ein bisschen geguckt. Ja, wollte noch mal ein bisschen Nebel freischalten und sowas, ne? Und habe mich dann hier in der Stadt noch mal ein bisschen umgeschaut und dabei halt tatsächlich noch mal zwei, drei Quests freigeschalten. Und tatsächlich das Schwert, was wir schon hatten, in grün gefunden. Ein Stufe 25 Schwert Allmächt, guck dir das an, 47 Schaden aufgewertet. Ne? Das ist schon eine coole Sache. Aber schön ausgeglichen, ne? Mit dem kann man hier wunderbar die ganzen Fässer und sowas kaputt machen, ne? Oder diese Tontöpfe in den Warten und sowas, ne? Aber das ist hier schon ein echt tolles Schwert. Also, ja, genau. Ja, hab dann eben halt nochmal so einen gereinigten Verband gefunden und ja, jetzt bin ich eigentlich dabei, dass wir, warte mal, dass wir, das mache ich mal so, ja, dass ich jetzt die hier oben da, die Gedöns-Quest hier machen wollte, ne, hier ganz oben, da waren wir das letzte Mal, da ist eine Miasma-Wurzel und diese Brücke der Erbauer, ne, da ist auch tatsächlich noch, ja, roter Nebel. Hier muss also irgendwo noch eine Wurzel sein, die wollte ich eigentlich noch machen. Jetzt ist es eben halt. Ja, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob das vom Level her passt, aber ich denke, jetzt sind wir Level 17, glaube ich, ne? Ich glaube, Level 17. Wo steht das? Ja, Stufe 17, genau. Also theoretisch müsste das gehen. Ich habe jetzt hier auch noch mal ein bisschen. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen umgeskillt. Ich habe nämlich den Aufwind mitgenommen. Genau, und hier hinten haben wir, habe ich den Dessertmagen. Also wir können ja jetzt vier Sachen haben. Vier Essenssachen. Das fand ich ziemlich cool. Genau, das will ich jetzt eben halt diesen auf. Ich habe mich immer gefragt, ich habe beim Hirnsturz ein bisschen geguckt und habe mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wie macht der denn das, ne, dass der immer so nach oben hochfliegt? Aber ja, jetzt weiß ich es. Genau, das wollte ich jetzt eben noch erzählen. So, oh, es gibt so viele Sachen, die ich mit euch machen möchte, ne? Und ja, da weiß man manchmal gar nicht so recht, wo man anfangen sollte, kann, möchte. Wir haben hier noch einen Elixierbrunnen, den wir noch nicht gemacht haben. Ich weiß, ich habe gesagt, ne, wir müssten hier oben dann mal das machen. Das ist vom Level her, aber natürlich. Ja, gut, okay. Ich meine, mit Level 17 sind wir eigentlich schon echt eh schon drüber, ne? Ich bin hier noch ein bisschen lang gelaufen, weil ich eben halt geguckt habe, ob ich irgendwo einen schönen Platz finde für unser neues Zuhause. Also grundsätzlich. Ich würde gerne die Fuka mal machen, weil so schwer ist es nicht. Ne? Also das ist vom Level her sehr viel entspannter wie hier oben. Es ist stockduster gerade, weil es ist, keine Ahnung, 10 vor 10. Ja, es ist tatsächlich. Es ist schon 10 vor 10, ja. Abends und es ist dunkel und ich kann nicht so laut sein. Das heißt, ich sollte jetzt lieber was nehmen, was vielleicht nicht ganz so schreckhaft ist. Auf der anderen Seite, die Schreinerwerkzeuge. Wisst ihr, ich möchte halt wirklich, 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 wirklich. Mir ist echt total nach Bauen, ne? Und der hat so tolle Sachen. Aber ich brauche halt erst die Schreinerwerkzeuge. Das hilft halt nichts, ne? Den Wasserbrunnen und sowas, ne? Und auch er hat doch, hat er nicht inzwischen? Ich meine, gut, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Weiß ich gar nicht, was man da jetzt. Braucht man da Hüterset? Ne, der braucht im Moment eigentlich nichts, ne? Wer weiß. Ja, jedenfalls, das Bedürfnis nach den Schreinerwerkzeugen ist schon groß. So, wir fangen jetzt einfach an. Halt, stopp. Ja, shit. Ich habe das Essen vergessen. Weißt du, jetzt kannst du halt vier Sachen gleichzeitig essen, ne? Aber hast nicht genug Zeug dabei. Ja, haben wir schon, aber naja. So. Juhu, Wasser. Ja, also pass auf, wir machen jetzt hier die Fuka-Zeremonie. Das machen wir und holen uns vielleicht hier vorne noch den Schrein. Funken. Ich weiß gar nicht, wie viele Funken wir als nächstes brauchen. Ach, Wachs. Wachs ist eigentlich jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen, aber gut. Was soll's? Salz, ne? Ja, okay. Da lang.
300 Meter in die Richtung, ne? Irgendwo da hinten, da ist der Hügel. Da wollen wir hin. Kann ich nicht von hier oben? Naja, mit dem Aufwind geht es eigentlich grundsätzlich. Waffen wir uns jetzt aber trotzdem schon mal. Und dann, jo, geht's los, ne? Ach, ich freue mich dann, wenn wir bald rüber können. Das wird schon cool. Was mich interessieren würde. Haha, geil. Nicht so steil. Ich meine, die sind nicht mehr so stark, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. So, komm, Schnuggi. Fuka-Zeremonie. Ich meine, wie gesagt, so schwer ist der nicht, denke ich. Aber wenn wir natürlich hier... Wenn wir natürlich... Ja, genau, das machst du... Oh ne, der wird geheilt. Der wird geheilt. Ja, Level 9, das ist halt gar nichts, ne? Au, jetzt hat er uns erwischt. Eieieiei. Ich bin gerne im Bogenschützen. Das ist halt echt cool. Also, das macht Spaß. Schrei mal, ist okay. Wo ist eigentlich da? Au. Hat er mich voll weggeballert. Jetzt ist er da bestimmt verpackt, oder? Kommt er da wieder raus? Ja. Ach, Kira, du stellst dich aber auch echt dumm an jetzt gerade, ne? Das muss ja nun wirklich nicht sein. Und da liegt er. Gute Nacht. Na, Dickerchen. Müde. Hm? Ei. Ach, warum? Echt jetzt? Der sieht ja toll aus. Oh, schade. Schade. Der wäre schön gewesen, aber Stufe 9 ist halt für uns sowas von absolut nicht mehr notwendig, ne? Ah, schade. Marmelade. So, da wäre der Schrein der Flamme. Was ist hier unten? Eine Miasma-Wurzel, okay. Mit dem Rücken, da lang. Komm. Wenn wir sowieso gerade dabei sind, ne? Ich meine, so schwer ist es halt nicht. Die Funken können wir uns später auch noch holen. Das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. So. Überall das ganze Leder. Ne? Eigentlich weiß gar nicht, wie viel Leder man dann tatsächlich noch braucht. Ne? Plündern. Ein Stein. Uhu. Wo ist jetzt da? Mal gucken. Was die Miasma-Wurzel so sagt. Das ist eine Mine, ne? Ja, eine Feuersteinmine. Oh, guck mal, da kann man nochmal was durchsuchen. Toll. Steine. Hm. Oh, da geht's aber tief runter. Oh. Sicher? In die Richtung. 144 Meter nur. Naja, gut. Au. Oh, echt jetzt? Oh, das tut mir leid. Kira, das ist jetzt... sorry, Mausi. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. 99 Meter. Hä? Ach, da drüben ist er. Aber hier gibt's keinen richtigen Weg rein, oder? Was? Oh Gott, habe ich mich jetzt erschreckt. Ey, Alter. Hallo? Es wäre schon gut, wenn wir hier irgendwie einen Weg rein hätten, ne? Da unten ist Lava. Da kann ich doch nicht einfach reinhüpfen. Leute, das geht doch nicht. Also ja, da ist eine Miasma-Wurzel, aber... kann ich da einfach so... Wenn ich jetzt wüsste, welches Level die haben... Ich meine, jetzt so sieht jetzt gerade nicht danach aus, als ob hier irgendwie... Naja, grundsätzlich, eigentlich sind wir ja stark genug, ha? Pass mal auf.
Miasma. Miasma. Minus Miasma. Licht. Mehr Ausdauer. Was soll schon passieren, ne? Geronimo. Okay. Hier ist keiner. Na dann. Okay. Beseitige alle Schleierwurzeln in den Hochweiden. Ach nee, echt jetzt? Krass. This was the last one. Okay. Ja, cool. Wir haben alle Miasma-Wurzeln hier schon kaputt gemacht? Okay, Wahnsinn. Ah, okay. Aha, nee, nicht okay. Wie komme ich jetzt? Also ich komme natürlich wieder raus, indem ich zurückporte, aber ich bin ein bisschen neugierig, wäre ich schon. Aber eigentlich, hier ist jetzt so nichts erstmal, ne? Hm. Hier gibt es halt auch gar nichts, ne? Okay. Na gut. Weißt du was, wir porten uns jetzt einfach zurück. So. Wo ist jetzt hier, was ist das? Ein ewiger Zauber, genau. Aber ich will jetzt eigentlich da sind. Das ist die Bitte des Schmieds. Da, finde die Schreinerwerkzeuge. Keine Ahnung, wie wir da am besten... Da. Ich schaue mir das mal an. Mal gucken, vielleicht mit dem Fokar. Da haben wir jetzt noch 25 Minuten Zeit. Eventuell... Ist das ja was für uns, ne? Da. Da lang. Echt? Da lang? Ja, so ein bisschen, ne? Mal gucken. Na ja, komm, Flachs musst du mitnehmen, ne? Hilft dir nichts. Ja, Kira, ich weiß. Honig. Da. Da. Vielleicht hier den Weg entlang? Naja, eigentlich nicht so richtig, ne? Eher hier so rum. Eigentlich genau da. Hier, ne? Oh, aber weißt du, was wir machen müssen? Wir brauchen dringend Äste. Sonst wird es mit den Pfeilen nämlich irgendwann nichts mehr. Da fliegen die Bienchen. Lass uns mal schnell davon tappeln. Was ist... Ach, hier ist... hier war die Tischsägeblätter. Genau. Und jetzt müssen wir aber hier so ein bisschen da in die Richtung. Okay. Wir folgen mal hier dem Weg. Und hoffen, dass wir... Ja. Level 11 ist doch okay, oder? Also... Was ist das jetzt hier für ein Ding? Ach, das ist die Dornenfeste. Genau, das war ja das mit den ganzen Haufen. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Und dann schauen wir mal. Ja, wisst ihr, ich möchte gerne, wenn ich jetzt dann das Bauen anfange, Haus für Haus bauen. Also ich habe mir so ein bisschen was überlegt. Und ich würde die eigentlich schon gern so... auch komplett einrichten wollen, ne? Also, dass wir eben halt ja, wirklich fertig machen können, ne? Also, naja, vielleicht nicht unbedingt fertig machen. Ach, komm, wir holen uns jetzt mal eben den Schrein, den Funken. Mm. Ja, wie sage ich es am besten, ne? Also, ich hätte schon gern, dass die auch so ein bisschen eingerichtet sind, einfach die Häuser. Vielleicht nicht unbedingt komplett, aber so ein bisschen wäre schon schön, ne? Guten Tag. Gibt es hier irgendwas Schönes? Hm. Leuchtstaub. Okay. Wachs. Oh, Wachs finde ich eigentlich voll blöd, ey. Davon haben wir so viel. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen mit dem ganzen Wachs machen soll. Da ist der Honig besser. Naja. Wir sollen ja nicht undankbar sein, ne? Das ist schon okay. Ach, guck mal, da ist noch ein Wasser. So.
Kleiner Ausflug des Wars. So, und jetzt links rum. Also da wieder durch. Schau mal, dann können wir doch hier einfach weiterlaufen. Und dann schauen wir mal. Oh. Hi, Schnuppi. Die Musik ist anders. Wo sind wir denn hier gelandet? Ach, ist das jetzt vielleicht sogar schon so der erste? Aha. Level 11. Okay, Level 11 finde ich in Ordnung. Das können wir machen. Schimmersteinmine. Ja, bis du fertig bist, ne? Scheibenkleister, schieße ich daneben. Was hier sollen die... Ja, hier durch. Okay. Kann ich mich hier irgendwie hochdingseln? Oder was ist... Achso, das sind bloß die Bäume, die so ein bisschen matschig... Oh nein. Okay. Das war ein grüner, ne? Oh Gott. Entschuldigung, ich wollte gar nicht so leise sein. Aber war ich tatsächlich. Oh, das ist aber schnell, ne? Krass. Okay. Wo sitzt der andere hin? Da war doch gerade noch einer. Mal da. Okay. Der ist auch kaputt. Das ist zum Lesen? Nee. Ja. Okay, Entschuldigung, wie heißt es halt? Da ist sie total ruhig, ne? Die liebe Kira. Da sagt sie mal gar nichts, ne? Ah. Nicht so schlimm. Okay, nee, warte, stopp. Erst machen wir hier draußen. Jetzt wird's dunkel. Eieieiei. Ja, ja. Das war knapp. Das hätte ich fast gegen das Fass gehauen, ey. Wow. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Rostiges Schwert. Naja, grundsätzlich ist es ja was Nettes, ne? Da kann ich mich nicht hinlegen. Okay. Heil dich mal bitte. Und dann tust du noch mal was essen. So. Okay. Hallo? Ja. Ach, Kira, ey. Was machst du denn schon wieder, Bibi? Abbauen. Es ist halt einfach so unglaublich gruselig, ne? Nachts hier so. Da.
Oh, hier ist nochmal ein Schrein. Okay. Schön. Oh, schon wieder reingelatscht. Ich höre, ach, da hinten bist du. Ach, da unten ist auch einer. Hä? Was? Was ist los? Ach, du hängst da fest, ne? Ja, vielleicht kann ich dir ja ein bisschen entgegenkommen. Indem ich mich dahin stelle. Da ist ein... Okay. Ey, ich habe gar nicht so viele... Leute, ich habe nicht so viele Äste. Jetzt stellt euch mal gescheit hin, dass ich euch abschießen kann. Und danke. War da nicht ein... Nee. Okay. War kein Wauzi da. Okay. So. Wir müssen ja eigentlich aber hier in die Richtung weiter. So. Was ist das da hinten? Eigentlich. Sieht total cool aus. Schreinerwerkzeug in die Richtung. Ich würde jetzt bloß mal gern... Ach, da ist gar nichts mehr. Okay. Das ist Kupfer. Na dann. Gehen wir mal gucken. Was? Gott, Alter, es klingt halt einfach die ganze Zeit so gruselig. Gut gemacht. Sau gut gemacht. Kannst nichts sagen, ne? Aber für so ein empfindliches Mäuschen wie mir, ne? Geräusche sind, ne? Oh. Hier geht's lang, ne? Da? In dem Ding drinnen? Also, liebe Entwickler, ne? Echt jetzt? Was ist denn das? Ihr könnt das so toll machen und dann macht ihr hier einfach so eine große freie Fläche und die ist leer? Hm? Was ist da los? Und hier sind die Schreinerwerkzeuge, Tor zu den Säulen der Schöpfung. Hm? Was, echt jetzt? Warte mal, wo ist denn jetzt hier Schreiner? Finde die Schreiner weg. Die Schreiner benötigt seine Werkzeuge und weitere, genau, können an einer Forschungsstätte bei den Säulen der Schöpfung gesammelt werden. Okay. Ach du heilige Katastrophe. Why? Warte mal, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz raus. Ach, war da? Nee, okay. Okay. Na toll. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Aber gut, ich will die Werkzeuge haben, also muss ich da jetzt... Ist das grün? Ist das giftig? Oh Gott, Level 16. Naja, gut.
Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich eine ganze, ganze Menge leise sein, weil ich einfach... Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Da kommt doch noch einer angekrabbelt, aber den kriege ich nicht. Na gut. Hallo. Hallo. Jemand zu Hause? Wisst ihr, warum das eigentlich so matschig ist? Liegt es an meinen Einstellungen oder sowas? Ich finde das total komisch, dass das so, ja, so bär ausschaut eigentlich, ne? Teilweise. Oh. Nochmal ein besserer Miasma-Überlebensfläschchen. Oh, geil. Cool. Bronze. Wir haben einen Bronze und einen Zimbach gefunden. Jo, geil. Es lohnt sich halt echt, die Dinger kaputt zu machen. Wow. Ewiger Feuer beim Alchemisten. Sind wir jetzt? Uiu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 
ist ein Schrank. Oh, hier gibt es ganz viele Bücher. Schöne Musik. Ist cool, dass die ein bisschen anders jetzt ist. Das gefällt mir. Gebet der Flamme. Nice. Neue Theorien. Ich muss meine Studien überdenken. Meine Theorie nahm erst an, dass dieser Berg der Säulen der Schöpfung ein aktiver Vulkan sei. Der Abgrund voll Lava wäre ja wohl Beweis genug. Ich dachte, dass die Spitze während eines prähistorischen Ausbruchs aufgerissen worden sein muss und das Land, wie er es kennen, geformt hat. Und diese seltsame Struktur. Nun ja, vielleicht ein Ort des Gebets. Oder der Andacht, vor langer Zeit von den Erbauern errichtet. Leider habe ich das alles nicht als erstes entdeckt. Vor mir war schon eine andere Expedition hier. Ein Volk aus dem Osten, angeführt von einer Nala. Sie glauben, dass es sich um eine Art Tor handelt. Wirklich interessant. Ich werde meine Theorien aufpassen. Kaspian. Schön. So, jetzt weiß ich nur immer noch nicht so richtig, wo es so weitergeht. Oh, ich glaube, hier geht's weiter. Das schreit so nach. Guck mal, hier geht's lang. Oh Gott. Ich mag das Schreien und Brüllen nicht, ne? Bin ich ganz ehrlich. So, dann gucken wir mal, was wir hier drinnen haben. Oh nein, mein Rucksack ist voll. Tja, tut mir leid, Bogen. Ich befürchte, das mit uns beiden, das wird nichts mehr. Ja, mal gucken. Federn, okay. Sehr gut, bessere Heiltrank können wir immer gebrauchen. Wir sowieso. Fossile Knochen. Handschuhe, Kräuterkundler. Aha, okay. Leuchtstaub, ne? Oh Gott, habe ich mich jetzt erschreckt. Also ich weiß auch nicht, müssen wir hier, Trank der Brut, fossiler Knochenpfeil, okay? Ist halt jetzt die Frage, ne? Was, doch, hier scheint schon hier zu sein, ne? Okay, jetzt gucken wir mal. Da kommt was raus und da kommt was raus. Ah, aber hier. Hua, geil. Fossiler Knochenstaub, okay. Allmächtig, das ist hier so viel Zeug, was hier rumliegt, ne? Besserer Mana-Trank. Okay. Oh, Stufe 16, ne? Was ist das? Alchemistischer Grundstoff. Fossiler Knochenstaub. Eieiei, Kira, ne? Das ist natürlich eine ganze Menge jetzt hier, ne? Stein können wir wegmachen. Holz können wir auch machen, das sind Sachen, die können wir jederzeit uns besorgen. Ne, aber jetzt so die ganzen neuen Sachen, finde ich, sollten wir schon mitnehmen. Alchemistischer Grundstoff. So. Gott, die ganzen Sachen hier, ne? Tja, ist da jetzt was drunter? Was dahinter oder nicht?
Nee, ne? Aber, naja, man kann es doch öffnen, ne? Also wenn jemand genug Zeit und Geduld hat. Ist da jetzt was oder ist da nichts, ne? Keine Ahnung. Uiuiuiui. Ist schon cool. Also es macht, weißt du, das ist so, diese Mischung, dieses Spiel macht. Achso. Ja, die Mischung aus Rätsel lösen, Sachen entdecken, kämpfen, erkunden, bauen. Das ist halt das, was das Spiel einfach so wahnsinnig gut macht, ja. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt was hinter ist. Ich denke nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Eieieiei. Da muss ich jetzt rüberkrabbeln. Kann ich da nicht einfach drüber fliegen? Boah, sowas mag ich ja gar nicht, ne? Boah. Okay. Außergewöhnlicher Gleiter beim... Ich habe Leder gefunden. Ui, das ist ja cool. So, da auch wieder die Frage, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass die das halt so mit Absicht machen, dass die man dann irgendwann keine Lust mehr hat, ne? Und hinter einer ist dann doch irgendwas Cooles. Hallo. Ich bin eine Truhe. Ich stehe auf einem Podest. Er schreit halt nach Falle, weißt du, so. Ah ja, okay. Mhm. Oh, jetzt wäre ich halt fast. So, da hoch. Ja, ich habe den Haken gesehen. Alles gut. Oh Gott. Wir werden so sterben, oder? Wir werden so sterben. Nein, wir werden nicht sterben. Gott sei Dank. Es ist cool, ne? Da will man gar nicht aufhören. Miasma, Meteoritenschauer, okay. Gereinigter Verband. Warte mal, bevor ich jetzt da weitergehe, würde ich gerne mal schnell gucken, wie es hier ausschaut. Ah, okay. Ach, das ist bloß ein Thronraum. Okay. Alter, es ist dunkel. Boah. Okay, also hier wollen wir wahrscheinlich rein. Und hier geht's aber noch nicht rein. Okay, das heißt, wir müssen dann doch erstmal auf die andere Seite. Und dann da schauen. Ah, guck mal da. Miasma?
Wären wir hier mehr Mal gewesen? Alter, es ist so dunkel, ne? Es tut mir leid. So, jetzt hat es es offen. Ja, genau. Obelisk der Erbauer. Lesen. Unser wachsames Auge gen Himmel für immer versiegelt. Energie, die tief aus dem Kern hervorbricht. Ein Licht erstrahlt, durchdringt die Grenzen des Weltraums selbst. Eine Tür, die vom Flammen geküssten geöffnet werden soll. Der hellste Funke wird den Weg des Feuers beschreiten. Und den Weg des Feuers beschreiten und erleuchten, was sich im Schatten verbirgt. Die Sterne dürfen niemals erlöschen, die Sonne niemals finster werden und über allem wird sich ein Vermächtnis erheben, das auf ewig Bestand hat. Ist das cool? Ist das cool? Kira, was ist das denn? Das? Revit. Boah, was? Allmächt. Die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Ist das krass. Ob es da oben dann noch neues Holz gibt? So. Jetzt müssen wir hier erstmal alles kaputt machen, weil hier gibt es noch mehr. Cool. Ist das mega. Ich feiere das so. Okay. Waren wir jetzt hier? Ja, schon, ne? Da sind wir lang gekommen. Genau. Da lang. Ja, und jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso. Oh ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Sehe nämlich gerade, dass das hier alles... Ach, habe ich schon, okay. So, und jetzt? 50 Meter. Ich weiß nicht, ob ich nicht lieber hoch sollte. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal im Zweifelsfall nach oben gehen. Nee, es ist Stein, okay. Das ist Stein. Ausrüsten. 82 Meter, 84 Meter, da hinten sind sie, ne? Das könnten sie tatsächlich sein. Äste, ja. Das Kreischen nervt mich ein bisschen, ne? Muss ich gestehen. Sind sie das echt schon? Forschungslager. Okay. Es ist so ruhig. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn es so ruhig ist, ob das gut ist. Hallo? Ist das gut. Veredelter Steinblock. Ja, schön. Da ist nochmal eine Truhe. Fossile Knochenpfeile und die soll ich nicht mitnehmen?
Warum kann ich die nicht löschen? Ablegen. So. Entschuldigung. So. Ich hab's völlig vermasselt. Dieses seltsame Bauwerk. Wir wissen nicht, wozu es dient. Kaspian, dieser Idiot, hat uns nach unserem Fortschritt gefragt. Ich stammelte nur vor mich hin und habe mir dann einfach etwas ausgedacht, sagte, es sei das Tor zu den Sternen, das die Erbauer mit einem Pfad gen Himmel öffnen wollten, angetrieben von der Energie des Feuers, und ich glaube, er hatte es geschluckt. Ich möchte nicht, dass Kaspian etwas von uns herausfindet. Ich habe mir seine Steinmetzwerkzeuge geschnappt und sie in unserem Lager versteckt. Wenn Lorraine Krim hier wäre, würde sie mich dafür schwer verurteilen, aber nun ja, wahrscheinlich hat sie mit dem Damm, wahrscheinlich ist sie mit dem Dampfer beschäftigt, Nala. Okay. So, passt auf. Wir müssten jetzt auf alle Fälle uns hier irgendwo dann noch einen Speicherpunkt setzen, weil ich kann jetzt nicht zurück, ohne hier nicht einen Gedönsdings, einen Avatar, einen Altar hinzustellen. Oh Gott, Schutt brauchen wir nicht. Jetzt habe ich die Steine gelöscht, ne? Ich depp, oder? Was sind das? Ne, das sind Kalksteine. Oh, Kira, ey. 3. Das sind Kalksteine, ne? Ah, oh, Scheibenglas. Jetzt brauche ich doch bloß noch einen normalen Stein. Der hier oben vielleicht. Ja, perfekt. So, und jetzt müsste ich doch eigentlich theoretisch einen Flammenaltar herstellen können. Genau. Den Flammenaltar tauschen wir mit dem Funken aus. Hier kann nicht gebaut werden. Na toll. Okay. Dann müssen wir das eben halt schnell hier oben irgendwo machen. Wir kommen hier ja hoffentlich irgendwie wieder raus. Äste. Oh, geblendet von der Schönheit. Hallo, wir sind da. Oh, Scheibengläser, Leute, ne? Ich möchte gar nicht aufhören. Ich möchte jetzt eigentlich nicht aufhören. Das ist eine neue, das ist Aloe Vera. Das ist, keine Ahnung, Safran oder sowas. Ich hab null. Hallo? Möchte da jemand was von uns? Warte mal. Ja, ist eigentlich voll übel jetzt gerade, ne, dass ich das alles kaputt mache, aber ich würde wirklich, wirklich, wirklich gern nichts da lassen, was Neues. Bin ich ehrlich. Ach, guck mal hier, die können wir doch zusammen stapeln. Siehst du? Dann habe ich jetzt Platz für beides. Salbei und Aloe Vera. Oder auch nicht. Was ist das? Gar kein... Okay, das ist nix. Doch, sag ich doch. Aloe Vera. So, wo baue ich denn jetzt am besten? Kann ich... Ach, guck mal, da ist noch mehr. Da ist das Gelbe. So. Heubusch. Hier ist noch mehr. Hier sind Paprika. Hier ist ein großer Mammutbaum. Das ist Kupfer. Das ist Paprika, ne? Ich habe keinen Platz mehr. Hier, guck mal. Weg damit. Paprika. Oh, ist das cool. Gemüsesuppe. Bei der Bäuerin. Ja, geil. Ach, herrlich. Knapp. Da hinten sind diese Fuka-Viechers. Das Zuckerrohr. Ja, wie geil. Ach, guck mal, das kann ich so einsam. Ah, okay, alles klar. Das Zuckerrohr. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschreckt. Hallo, Huhn. Ich habe keinen Platz mehr. Direkte Benutzung.
Oh, Scheibenkleister, Leute, was mache ich denn weg? Was mache ich denn weg? Was brauche ich denn nicht? Das tut schon weh, ne? Was? Das ist was Neues? Achso, das sind Pflanzenfasern. Die habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Was ist das da hinten? Ja, ich wollte mir einen Schrein hinstellen, ne? Ich weiß. Pass mal auf, wir laufen mal eben da hinten hin. Beziehungsweise ich kann ja mal gucken, ob ich den einfach schon hier irgendwo hin platzieren kann. Jo, das würde hier sogar gehen, Süße. Refugium der Flamme. Der ist weit weg, bevor ich jetzt... Geräusche, wir haben sie letzte Nacht gehört. Ich bilde mir das nicht nur ein. Die Inschrift, die Knochen, die Fuka kommen wieder aus den Tiefen ihrer Höhle. Wir müssen unseren Grabungsort verlassen. Es wird zu gefährlich. Wir werden auch alle Relikte zurücklassen. Ich möchte sie nicht verärgern. Lorraine Krim. Okay. Oh Gott, Leute, ich habe versprochen, dass wir jetzt zurückgehen, ne? Oh Gott, habe ich mich jetzt erschreckt. Hallo? Mach das bitte nie wieder. Gott. Drei Funken. Yay. Jetzt habe ich mich so richtig erschreckt gerade. Okay, gut. Ach, Scheibenkleister. Ich will gar nicht aufhören, aber ich muss, ne? Okay. Ihr Lieben, ist es herrlich. Wir sind angekommen in einer neuen Welt. Mega gut. Ich freue mich riesig. Bin total happy. Wir haben jetzt die Schreinerwerkzeuge. Das heißt, wir können jetzt einiges neues Sachen herstellen. Richtig gut. Du hast Schreinerwerkzeuge für mich. Perfekt. Leg es in der Nähe ab, damit ich mit der Arbeit beginnen kann. Oh, du hast ja keine Ahnung. Ich stelle die jetzt erstmal bloß dahin. Gleiter. Ja. Guck, außergewöhnlicher Gleiter. Wir brauchen bloß noch ein zweites Mal Leder. Und dann hätten wir schon alles für einen richtig, richtig guten... Oh, ist das genial. Es ist einfach so gut. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Eine Steindusche. Neue Sand... Also so Stein... Türen, okay. Was gibt's noch? Lichtquellen. Oh, ein Kron. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde so viel farmen. Es ist einfach so unglaublich. Jetzt können wir dann eben halt auch das da herstellen. So, was wollen die anderen? Da der Alchemist. Warte mal, wir müssen jetzt erstmal kurz so ein bisschen die Türen leer. Ja, genau. Mach mal die Tür leer. So, das. Okay, da ist eigentlich auch alles. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug, ne? Leute, ich sag's euch. So, das nehmen wir mal dahin. Das machen wir damit drauf. Ja gut, okay, das kann ich eigentlich auch gleich machen. Komm, wir quatschen mal kurz. Ein schwarzer Kessel. Ein Alchemist ist nichts ohne seinen Kessel. Meiner ist vor langer Zeit in Flammen aufgegangen. Aber unsere liebe Emily Frey hat mir eine neue Hoffnung gegeben. Sie erzählte von Ikora, einer bemerkenswerten Magierin aus den Nomadenanhöhen. Sie ist wohl nicht mehr am Leben, aber wir können ihren schwarzen Kessel benutzen, um einen Alchemietisch zu bauen. Emilia Frey kann dir mehr darüber erzählen. Okay. So. Die Jägerin hätte gerne eine Gerbestation, okay. Hör mal, ich muss eine Gerbestation bauen, um Felle zu konservieren. Vielleicht hat da jemand in den Nomadenanhöhe eine. Ich wette, das Konservieren von Fellen und Leder ist in diesen sonnenverwöhnten Ländern viel einfacher, ohne diese Schneestürme, an die ich gewohnt bin. Vielleicht haben Jäger aus den Gegenden ein Rezept für eine Gerbestation. Kannst du dich mal umhören, anhören? Ja, kann ich. Oh Gott, ist das gut. Ein großer Rucksack.
Boah, der hat auch nochmal eine Reihe mehr, ne? Guck dir das an. Bronzefall 18 Schaden, 17 Schaden. Äste, fossile Knochen, Federn. Jetzt geht es dann mit den Federn los. Eieieiei. Jägerset. Stufe 18. Scharfschütze. Alter, das könnte ich mir richtig gut vorstellen, ne? Teppiche. Okay. Die sehen ja auch schön aus. Wanddekorationen. Cool. Ach. Mega. Okay, pass auf. Ich mache jetzt erstmal Schluss für heute mit den anderen beiden. Nee, ich muss mit der Emily vorher noch reden, oder? Kann ich auch. Nee, ich kann auch so herstellen. Okay. Rohrzucker. Zucker. Ja. Wir fressen einfach. Oh, nee, doch nicht. Einmal nach der Pflanzen und Setzlinge. Also da werden wir jetzt dann wohl nochmal ein bisschen. Oh, plus 4 Waldrüben, Paprika, Tomaten, Salz. Ist ja mega. Okay, also ihr Lieben, wir reden in der nächsten Folge mal mit Freya und mit hier Dingsbums. Wie heißt sie? Emily Frey, Entschuldigung. Und mit dem Gedönstypi da unten, ne? Und dann, ich räume jetzt mein Inventar noch auf und dann, boah, geil, ich freue mich so. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.